Ich bin Dennis, 29 Jahre alt und verdammt, ich liebe euch. Ich bin Matthias Reim, ich bin auch alt und bin ein mega Singer-Songwriter. Ich bin Benny, 29 und ich habe Matthias Reim entdeckt. Liebe Freunde, willkommen zu Erkennst du den Song? Euer liebstes Lieblings-YouTube-Musikformat. Wir haben wieder einen tollen Gast heute in unserer Mitte. Matthias Reim! Ja! Schreibt euch jetzt schon mal euren Lieblingssong in die Kommentare und eine gute Begründung, warum ihr mal mit uns spielen wollt, weil es sind nicht immer nur Promis hier, Matthias, sondern manchmal auch Zuschauer, die dürfen okay. mit uns spielen. Okay, das finde ich auch schön für die Zuschauer. Ja, klar, super. Dann werden sie auch Promis. Ja, genau, wie wir drei zum Beispiel. Matthias Reim, es ist wirklich toll für uns, dass du heute hier bist. Das ist eine große Ehre für genau, uns. Genau, wirklich. Ich bin so gerne in dieser Stadt. Ja, ich erkläre für euch nochmal kurz die Regeln. Miki spielt gleich Songs ab und wenn wir den Song und den Interpreten kennen, dann buzzern wir. Ist es richtig, gibt es einen Punkt. Ist es falsch, sind wir für die Runde erstmal ausgeschieden. Wer zuerst 5 Punkte macht, gewinnt und darf die goldene Ananas berühren. Und das soll Glück bringen, ne? Das bringt Glück, das bringt ja. mehr als das. Das bringt 1 Million Euro. Wohlstand, genau. Was ist so dein Genre? Wo kennst du dich am besten aus? Ja, im Rock. Rock. Dann geht's ab, würde ich sagen. Wow. Wir waren nur Freunde. Und das war der Dings, der tausendmal berührt von... Warte. Du hast noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Das, der hat tausendmal berührt, das ist der... Nur wer hat's? Das ist immer die Verfassung. Nein, ich sehe den doch vor mir. 3, 2, 1. Muss auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Wie heißt denn? Ich weiß nicht, wie ewig. Oh. Tausend und eine Nacht. Mann. Aber wer hat's gesungen? Damals gegengefahren. Lage. Klaus Lage. Klaus Lage. Tausend und eine Nacht. Ja! Du darfst nicht vorsagen, Matthias, sonst macht Dennis ja einen Punkt, das ist unfair. Wir waren ja noch im Rennen, aber danke für den Punkt, Matthias. Super, ja, Freund, ja, ich merk's mir jetzt, wie ihr Das ist der Hasselhoff. I'm crazy for you. Okay. Oh. Was? Der heißt mit Vorname David. Hätte ich nicht erkannt, dass das David Hasselhoff ist. Das ist auch so ein bisschen so YMCA-mäßig, ja, ja, ne? Ja. Also, hast du ihn schon mal getroffen, David Hasselhoff? Ja, wir kennen uns gut. Und wie groß ist er ungefähr? Ich denke, er ist riesig, ne? Der ist richtig, richtig, richtig groß und ein unheimlich netter Typ. Wir waren beide Bravo Starschnitz im Jahre 1990. Gemeinsam auf einem? Unser Geburtstag. Nicht gemeinsam. Also, er war vor mir und dann kam ich. Und dann hat er gesagt, hast du mir den goldenen Otto geraubt? Jo. So, es steht 1-1-0. Ich habe Frontschein, Rap revolutioniert. Ich habe Double Time, Rap revolutioniert. Ich habe Deutschrap an sich revolutioniert. Während der Rest vergeblich versucht, meine Technik zu kopieren. Sie bleiben chancenlos. Ich mach Wahnsinn. Kollege mit Alpha. Mach den Traum ja? Geil, ja, mega. Keine Chance. Kennst du Kollege? Ja, ich kenne Kollege, aber ich kenne so Songs Tier, nicht so der ist so ein Tier, der ist so ein Tier. Richtiger Muskelprotz. So wie ich. Genau, so wie du. Weiter geht's. 1-1-1. Micky Krause, 10 nackt für Söte. Das hätte ich jetzt auch gehabt. Verdammt. Ist auch ein lustiger Vogel. Hast du ihn schon mal ohne Perücke gesehen? Ja, klar. Und ist er hübsch? Aber du kennst ihn halt nicht, ne? Ja. Der kann über den Mallorca-Flughafen gehen, ohne dass er erkannt wird. Wir haben auch einen Schlagersong produziert. Ja. Willst du ihn mal hören? Nein. Willst du den? Das ist er. Das ist er. Das ist das Rüsselschwein von den beiden. Hätten Punkt gegeben. Ich ging wie ein Ägypter. Adel Tawil. Ja. Wie heißt der Titel? Ägypter. Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein. Alter, wie Lieder? Und jetzt sing ich meine Lieder, das mit Tränen in den Augen. Wie oft hörst du denn noch deine eigenen Songs? Also aktiv, dass du sagst, ich will jetzt Matthias Reim hören. Oder machst du das gar nicht? Oder? Doch, das mache ich manchmal. Ich gehe manchmal in YouTube rein und guck mal, was ich schon so gemacht habe. Mhm. Und wie beliebt diese Sachen waren. Auch wenn ich, als ich jetzt das neue Album gemacht habe, wollte ich ja den Reim
den die alle so lieben, zurückerfinden und trotzdem irgendwie weiterentwickeln, was nicht einfach war. Da habe ich einfach mal so geguckt, was hast du vor 20 Jahren gemacht, was waren eigentlich deine persönlichen Lieblingssongs von dir. Das war interessant und hat mich auch inspiriert zu dem geilsten Album, was ich je gemacht habe. Scheiße, das war Final Countdown von Europe. Wow. Aber jetzt auch gewusst, Matthias. Ja, ne? Ich hab laut draufgehauen, das war eine hundertste Sekunde. 2, 1, 3, Matthias. Dass ich dich heute Nacht hier treffe, hab ich irgendwie geahnt. Nur der Typ an deiner Seite war von mir nicht deine Plan. Aber jetzt verstehe ich, du hast sicher niemals mehr. Hey, woher kennst du das nochmal? Wer singt das denn? Das ist dein Song. Wo ich lebte. Aber der singt ja nicht. Also du Idiot. Das darfst du ja nicht, das ist ja Schmuh. Aber du kennst den Typen nicht, ich auch nicht. Mir fällt nicht ein, ich hab das auf jeden Fall, diese Version schon mal gehört, fällt es nicht ein. Ich weiß es. Du Idiot von Herrn Newstime. Herr Newstime. Wer ist das denn? Ein YouTuber, der macht News. Der hat einen Song gecovert. Okay, hab ich nicht gewusst. Wie findest du das, der Gesang? War der schön? Nein. Das ist Matthias Reim mit Eiskalt. Richtig! Eiskalt! Ja. Das ist ziemlich blöd gewesen und nicht erkannt. Wenn ich jetzt verdammt dich lieb, dich machst, gewinne ich. 3, 2, 3. Billie Eilish. Bad Guy. Wow. Das hört meine Tochter immer. Ja, Billie Eilish? Ja, ich sag mal, die singt nur so fertige Sachen und die sieht immer so fertig aus. Mhm. Hol dir doch mal was Positives in deinem Leben auf den Schirm. Aber möchte sie nicht? Nein, möchte sie nicht, sie steht drauf. Guckst du denn auch so YouTube? Also du hast halt gesagt, du suchst deine Songs auf YouTube, aber guckst du auch YouTuber? Oder? Selten. Selten, ich kenne Fresh. Fresh Torge. Fresh Torge kenne ich, ja. Willst du ihn mal grüßen? Ja, ey. Guck uns auch gerne. Liebe Fresh Torge, ich finde dich hammermäßig. Ich hab dich nicht selbst entdeckt, sondern meine kleine Tochter. Und die hat das dann vor mich gesetzt. Und dann haben wir einen Abend mal 2,5 oder 3 Stunden nur dich betrachtet. Und das hat echt Spaß gemacht. Er ist der neue Otto. Ja, er ist der einfach, Nachfolger. Der ist einfach witzig. Ja. Das ist Michael Jackson mit... Crack ist das... Oh ja. Das ist nicht Thriller, das ist... Smooth Criminal. Lumpf! So, jetzt haben wir 2 Matchbälle hier, ne? Ja. 4-2-4. Kannst nachziehen. So, warte. Ich komm noch. Das ist ja verboten. Das geht lass ihn doch mal. Du kannst ruhig jetzt. Du bist ja Rückstand. Ich mach ja nur, mach nur ein bisschen Training. Weißt, ich saß so lange im Flieger heute. Warte, ich muss mich aufwärmen. Was machst du denn so, wenn du gerade nicht keine Musik machst? Was ist das so dein Hobby? Das gibt Sommer- und Winterhobbys. Was ist denn ein Sommerhobby? Mein Sommerhobby ist, da habe ich ein Boot. Okay. Und da fahre ich auf den See raus und freue mich des Lebens. Jetzt frage ich mich im Winter. Was ist ein Winterhobby? Weswegen ich fast nicht gekommen wäre. Jetzt bin ich gespannt. Im Moment ist gerade seit 3 Tagen Call of Duty draußen. Ach, du zockst! Ja, du zockst. Und ich konnte auch echt gestern Abend oder Nacht oder heute früh echt, habe ich gedacht, komm, scheiße auf Köln. Ich komm. Hätte ich verstanden. Ja. Das heißt, du hättest fast durchgezockt die Nacht. Ja. Wie lange spielst du so am Stück? Also wenn du einen richtigen Lauf hast. Wenn ich richtigen Lauf habe, das ist ganz schlimm. Regst du dich danach auf, wenn du, oder bist du so noch, oder bist du, wenn du den Headshot nicht kriegst, dann sagst du, Mann, oder bist du dann ruhig? Nee, es gibt schon Momente, wo ich mich aufrege, wo der Blutdruck nach oben geht und du sitzt, ich muss hier durch. Spielst du das online? Online ab und zu, aber dann, also werden quasi aber Leute? Da, nein, die sind einfach die, das sind ja alles die, denen du da begegnest, die hauen dich so weg. Ich sagen, stell mal vor, du wirst dann plötzlich von Matthias Reim erschossen, der Kunde tut so. Letztes Glas mit alten Freunden, die geht allein nach Haus. Wildecker Herzbuben, Herzilein. Wenn der Refrain gekommen wäre, hätte ich es auch gewusst. Ja, das ist meine jetzt. Die goldene Ananas, ich habe sie gewonnen. Matthias, tut mir wirklich sehr leid. Müsstest du trotzdem mal kurz nein. Okay. Ich hab auch meinen Stolz. Sehr richtig, gut. Matthias, richtig. Liebe Freunde, schreibt mal euren Lieblingssong in die Kommentare und eine gute Begründung, warum ihr mal mit uns spielen wollt. Und Matthias, war uns wirklich, wie gesagt, eine große Ehre, dass du hier warst und empfiehl uns weiter. Ja, mach ich. Was macht doch einen Riesenspaß. Können wir noch mal? Komm doch mal wieder zur großen Revanche. Du bist jetzt eingeladen. Ja, im Sommer. Wenn ich nächstes Mal in Köln bin, ich muss ja ab und zu auch meinen Sohn besuchen, dann rufe ich durch und dann sage ich, komm. Ja, liebe Freunde, gebt mir da oben und wir drei, wir produzieren jetzt ein neues Album zusammen, würde ich sagen. Wir sind Musiker, dicht und doof. Du bist Musiker, Matthias Reim. Dicht und doof manchmal. Genau, das passt.
Auf Wolters Wiedersehen und Farewell. Tschüss, Freunde.